Liebe jungen Freunde, ich freue mich, dass wir heute in österlicher Stimmung, gerade in dieser Woche nach Ostern, hier zur Jugendkatechese im Mariendom von Linz zusammengekommen sind. Ja, ich begrüße euch alle herzlich und ich glaube, dieses Thema, das wir schon vom Jugendkaplan, dann von der Helene und von den anderen hier angedeutet gehört haben, das beschäftigt uns heute. Es steht unter dem Stichwort Geistreich. Und wenn wir uns noch einmal besinnen auf all diese Ereignisse, dann haben wir da das Wirken von Gottes Geist und Gottes Liebe deutlich gespürt. Ihr habt ja mit Aufmerksamkeit die Karwoche als letzte Vorbereitung und Hinführung zum Osterfest würdig begangen. Ihr denkt zurück an den Gründonnerstag, wo Christus beim letzten Abendmahl seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Er hat ihnen diesen Sklavendienst erwiesen, um ihnen zu zeigen, wer der Erste sein will, soll der Diener aller sein. Und Jesus, der Gottes Sohn und wahrer Mensch ist, er hat seinen Aposteln die Füße gewaschen. Er ist wirklich demütig. Und diese große Demut zeigte sich, wie er dann bereit war, am Karfreitag auch für uns in den Tod zu gehen. Er hat das Kreuz auf sich genommen. Er ist am Kreuz diesen bitteren Tod gestorben, um uns mit Gott, dem Vater im Himmel zu versöhnen, um uns von der Sünde und vom Tod und vom Teufel zu befreien, damit wir Kinder Gottes und Erben des Himmels werden. Und diese Großtat, die er durch sein Sterben am Kreuze gewirkt hat, die hat dann die Bestätigung am Ostermorgen durch den himmlischen Vater erlangt, denn er hat seinen Sohn von den Toten auferweckt. Jesus ist am Ostermorgen von den Toten erstanden. Er, der für uns starb, er lebt. Er hat das Werk der Erlösung vollbracht. Er hat alles für uns getan. Und nun sind wir gleichsam durch ihn eine neue Schöpfung geworden. Wir gehören seit der Taufe zu Jesus. Wir sollen verbunden mit Jesus leben, vor allem mit den Auferstandenen. Eine große Freude soll uns erfüllen, weil wir nämlich gerade in diesen vergangenen Tagen erkannt haben, dass nicht der Karfreitag das letzte Wort hat, der Karfreitag, wo Jesus gestorben ist, sondern der Ostermorgen hat das letzte Wort. Christus ist auferstanden. Das, was scheinbar seine größte Niederlage am Kreuze war, das wurde der große Sieg, denn nun lebt er. Er ist als Sieger von den Toten auferstanden. Und er ist, wie wir in der heutigen Lesung vom Johannesevangelium gehört haben, den Jüngern in verschiedener Weise erschienen, auch in Galiläa beim See Tiberias. Sie haben ihn zuerst gar nicht erkannt. Erst am Schluss hat Johannes gesagt, es ist der Herr. Ja, er ist verschiedenen Aposteln und Jüngern und Gruppen erschienen. Und die Kirche feiert jetzt in Osterfreude dieses Fest der Erlösung eigentlich durch 50 Tage hindurch bis zum Pfingstfest, bis zu diesem Fest des Heiligen Geistes, den uns Christus gesandt hat, wo wirklich alles durch ihn geistreich dann geworden ist. Durch 50 Tage singt die Kirche das Halleluja. Das Halleluja ist der Osterruf. Das ist die Osterfreude. Da wird der Jubel und das Glück und der Dank und die Freude in diesen Ruf hineingelegt. Halleluja, Halleluja. Denn der Herr lebt, er hat uns erlöst. Das Gute hat den Sieg errungen über das Böse. Und Jesus Christus, der uns erlöst hat, der hat die Kirche gestiftet, der wir angehören. Seit der Taufe sind wir in diese Gemeinschaft eingegliedert.
Wir sind alle Christus gebraucht. Der heilige Paulus gebraucht das Bild von einem Körper, die wir alle Christen sind seit der Taufe. Wir bilden einen Leib und wir sind Glieder an diesem Leib. Verschiedenste Glieder, gell? Aber das Haupt ist Christus selber. Der Herr, der uns erlöst hat, der Herr, der von den Toten auferstanden ist. Er hat für uns alles gut gemacht. Am Ostermorgen, da spricht Christus bei der Ostermesse, beim Eingangsvers, diese Worte: Auferstanden bin ich und bin nun immer bei dir. Das ist eine geistreiche, eine große Zusage. Er ist auferstanden. Und wer ist denn dieses Du, bei dem er immer ist? Was glaubt ihr denn? Zuerst einmal meint er damit seinen Vater im Himmel, der ihn in diese Welt gesandt hat, damit er uns Menschen die frohe Botschaft bringe, damit er uns Menschen erlöse. Und er tat es in seiner grenzenlosen Liebe. Einmal sagt er selber: Niemand hat eine größere Liebe als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Und für uns hat er sein Leben am Kreuze hingegeben. Aber welche Freunde waren denn die Menschen? Das waren Sünder. Die waren dem Bösen oft verbunden und verpflichtet. Und er starb für uns. Er nennt uns Freunde. Er hat uns erlöst. Er hat uns herausgeholt aus der Tiefe. Wir sind mit ihm auferstanden. Und wenn er nun sagt: Auferstanden bin ich und bin nun immer bei dir, meint er den Vater im Himmel. Denn er kehrt zu ihm zurück. Er sitzt zur Rechten des Vaters. So beten wir im Credo. So beten wir im Glaubensbekenntnis. Und außerdem, so sagen unsere Theologen, kann das bedeuten: Auferstanden bin ich und bin nun immer bei dir, dass er auch bei jedem Einzelnen von uns ist. Jesus verlässt uns nicht, er begleitet uns, er hat die Kirche gestiftet, er ist in der Kirche für uns da, in den Sakramenten, in seinem Wort, und wir leben das, was er uns vorgelebt hat, vor allem im Gebot der Liebe, denn er hat gesagt: Ein neues Gebot gebe ich euch, liebet einander, wie ich euch geliebt habe. Und dann noch etwas: Jesus Christus hat uns verheißen, dass er uns den Heiligen Geist senden wird. Und der Heilige Geist, das ist die dritte göttliche Person. Wir haben alle drei jetzt schon kennengelernt: den Vater im Himmel, der seinen Sohn in die Welt sandte, der ist Mensch geworden aus Maria, der Jungfrau, und hat uns die Kunde von Gott gebracht, hat uns erlöst. Und die Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn ist der Heilige Geist, die dritte göttliche Person. Und den hat er uns verheißen. Er sprach in verschiedenen Bildern vom Heiligen Geist, den er uns senden wird. Er spricht: Ich werde euch einen Tröster senden. Der Heilige Geist, dieser Geist der Liebe, soll uns trösten in den Schwierigkeiten, in den Heimsuchungen, in den Problemen, im Kreuz und Leid unseres Lebens. Er wird uns von Christus als Tröster verheißen. Er nennt ihn auch Beistand, Advokat. Er wird uns in allen Situationen zur Seite stehen. Das ist auch etwas Wichtiges, weil wir oft vor Entscheidungen stehen und alleine nicht die Zusammenhänge und die Konsequenzen gut abschätzen können. Der Heilige Geist ist uns als Licht, als Kraft, als Gnade verheißen von Christus. Er wird auch als Sanktifikator verheißen. Sanktifikator heißt Heiligmacher. Wir sind ja seit der Taufe berufen zur Heiligkeit. Wir sollen vollkommen sein, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist, heißt dieses ideale Ziel, das uns Christus nennt. Wir sollen den Weg zur Heiligkeit gehen. Und das können wir nicht aus eigenen Stücken. Darum ist uns
der Heilige Geist, wie schon sein Name sagt, als Heiligmacher gegeben. Und schaut, all die Heiligen und Seligen, die ihr kennt, und wir denken da an die Apostel, wir denken da an den heiligen Florian in unserem Land, wir denken da an den heiligen Johannes Bosco, von dem die Helene öfter gesprochen hat, wir denken an den seligen Franz Jägerstätter. Alle diese Seligen, alle diese Heiligen sind durch ihn heilig geworden. Und auch wir sind zur Heiligkeit berufen und darum sind wir so dankbar, dass uns Christus ihn verheißen hat, der wirklich geistreich ist, dieser Heilige Geist, der uns führt und leitet, damit wir auch das Ziel erreichen, dass wir den Weg der Heiligkeit gehen, den Weg zu Gott. Ja, er ist auch der Geist der Liebe, sagt uns Christus. Er schenkt uns die Kraft, dass wir so lieben, wie Christus uns geliebt hat, also in selbstloser Weise, dass wir nicht die eigenen Interessen und Vorteile suchen, sondern dem anderen höher einschätzen als uns selber, dem anderen helfen in seinem Leben, dass wir so gut sind zueinander. Dazu brauchen wir auch die Kraft des Heiligen Geistes. Er ist auch der Geist der Wahrheit, sagt Christus, den er uns verheißen hat. Er führt uns ein in die volle Wahrheit. Im Heiligen Geist, von seinem Licht erleuchtet, erkennen wir die Zusammenhänge in der Welt, in der Kirche, in Beziehung zu Gott und zum Nächsten. Ja, die Wahrheit wird euch frei machen, sagt Christus einmal. Bemühen wir uns wirklich als Künder der Wahrheit, als solche, die die Wahrheit leben und die Lüge meiden, durchs Leben zu gehen. Der Heilige Geist, dieser Geist der Wahrheit, hilft uns. Er ist auch der Geist der Freude. Wenn wir von ihm erfüllt sind, und er kam ja zu uns schon im Sakrament der Taufe, da wurde uns der Heilige Geist gesandt. Er kam zu uns im Sakrament der Firmung. Da ist uns auch durch die Handauflegung des Bischofs und durch die Salbung mit dem Chrysamöl auf der Stirne ist der Heilige Geist auf euch herabgekommen. Er hat euch ein unauslöschliches Merkmal in eure Seele eingeprägt, das nicht mehr ausgelöscht und wegradiert werden kann. Ihr gehört zur Familie Gottes. Ihr seid Kinder Gottes und Erben des Himmels. All das wirkt der Heilige Geist und hat der Heilige Geist gewirkt. Er ist auch der Geist der Freude, der unser Herz mit Glück erfüllt, weil er uns Zugang macht zu den wahren Schätzen, zu den wahren Kostbarkeiten in der Kirche und im religiösen Leben. Da möchte ich euch vielleicht eine Geschichte erzählen, die ich schon vor längerer Zeit gelesen habe. Und zwar sind damals vor 150 Jahren, 200 Jahren immer wieder Männer aus Europa ausgewandert nach Nordamerika, weil dort auch Menschen immer wieder Gold als Schatzsucher gefunden haben in den Flüssen, gell? Und das hat so 5 Männer bewogen, auch hinüber zu fahren nach Amerika. Und dort machten sie sich dann auf den Weg durch das ganze Land bis zu den Rocky Mountains, wo diese Bergflüsse und Bergbäche herunterkommen. Und da haben sie gehört, wenn man dort gräbt und siebt und den Sand und alles durchsucht, kann man auch fündig werden, kann man auch Gold finden. Ja, und diese 5 Männer haben sich alles besorgt, was sie brauchen, also Schaufeln und Krampen und dann Siebe und alles andere, gell, und haben sich dann auf den Weg gemacht zu den Rocky Mountains. Ja, und dort haben sie diesen Fluss, von dem sie dachten, der könnte sein, gefunden und haben begonnen zu graben, zu sieben, aber kein Körnchen Gold war zu finden. Dann sind sie nach einigen Tagen weiter flussaufwärts gegangen und dort wieder gegraben und gesucht und geforscht und wieder nichts gefunden, gell? Und dann
war oben seine Biegung, eine Biegung des Flusses, und dort haben sie auch weitergesucht, fast schon ein wenig enttäuscht. Und auf einmal ruft einer: Hallo, hier habe ich etwas gefunden, schaut her in mein Sieb, und da waren kleine Goldkörner drinnen. Und daraufhin haben die aufgejubelt und weitergearbeitet mit größerem Einsatz und fanden viele Goldkörner. Ein ganzes schönes Säckchen war schon voll und dann ein zweites. Und die waren überglücklich, dass sie nun reiche Leute geworden sind. Und da beschlossen sie dann aber, am Wochenende in eine nahegelegene Stadt zu gehen, um dort auch ein wenig zu feiern unter den Leuten. Nur bevor sie in die Stadt gingen, haben sie sich gesagt: Eines muss klar sein, wir sagen kein Wort zu den Menschen in der Stadt, dass wir fündig geworden sind, dass wir Gold gefunden haben. Das war eine klare Sache. Alle 5 Männer haben sich daran gehalten und verbrachten das Wochenende dort mit anderen Männern und Leuten. Und als sie dann am Sonntagnachmittag wieder zurückgingen an ihren Arbeitsplatz, das waren circa 10 Kilometer, da merkten sie, wie sie bei der Stadt hinausgingen, dass ihnen andere Männer folgten. Und wenn sie schneller gingen, sind die auch schneller gegangen. Sie schauten zurück, das waren so 6, 7 Leute. Und dann sind sie ein Stück gelaufen, sind die auch hinter ihnen hergelaufen und haben sie auf dem ganzen Weg verfolgt. Und als sie dann schon bei ihrer Arbeitsstelle waren, hat sich einer von den 5 umgedreht und hat diese 12 oder 15 Männer, die da waren, angeschaut, und dann hat er ihnen die Frage gestellt: Wer hat euch denn gesagt, dass wir hier fündig geworden sind, dass wir hier Gold gefunden haben? Und darauf sagte einer von dieser Schar: Niemand hat uns etwas davon gesagt, aber eure frohen Gesichter haben euch verraten. Das war's. Die fröhlichen, die frohen Gesichter derer, die den Schatz gefunden haben. Und seht ihr, den Schatz, den wir bekommen haben, den Heiligen Geist, der ist 1000-mal mehr wert als 2 Säcke mit Gold. Er ist der wahre Reichtum. Und darum sollen wir eigentlich frohe Menschen sein als Christen. Wenn wir Gott haben, dann haben wir alles. Wer Christus hat, der ist reich. Wer den Heiligen Geist als Geschenk des Vaters vom Sohn erhält, der ist überreich beschenkt. Das sind unsere Motive, warum wir auch als Christen immer frohe, freudige, freundliche Menschen sein sollen. Diese Gaben, die uns geistreich machen, die sollen wir vor allem durch die Freude und durch die Liebe zum Ausdruck bringen. Das, glaube ich, ist ein wichtiger Gedanke, den wir uns heute bei diesem Jugendtreffen hier, bei dieser Jugendkatechese mitnehmen wollen. Wir sind reich beschenkt, wenn wir Christus haben, wenn wir den Heiligen Geist haben. Denn wer Christus hat, der hat alles. Wer ihn nicht hat, der hat nichts, auch wenn er die halbe Welt besitzt. Das ist gar nicht so wichtig. Entscheidend ist, dass wir in ihm geborgen sind, dass wir seine Liebe, seine Nähe erfahren und aus dieser Kraft und aus dieser Nähe heraus leben. Nehmen wir uns diese Gedanken mit. Und vielleicht noch etwas anderes: Rufen wir den Heiligen Geist immer wieder an, dass er komme und uns erleuchte und uns führe und lenke. Und da müsst ihr keine langen Gebete sprechen. Natürlich wäre schon gut, wenn jeder von euch auch ein Gebet zum Heiligen Geist kennt und dieses Gebet auswendig lernt und dieses Gebet immer wieder spricht. Wenn ihr zum Beispiel in das Gotteslob oder in andere Gebetbücher hineinschaut, da findet ihr Gebete zum Heiligen Geist. Hymnen, Kurzgebete, Langgebete. Ein ganz kurzes Gebet ist dieses: Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen.
ein schönes Gebet. Es genügt auch der erste Teil, wenn er nur sagt, komm, Heiliger Geist, erleuchte mich, stärke mich, führe mich, dann kommt er, dann erleuchtet er euch, dann führt er euch, dann hilft er euch, die Probleme, die Schwierigkeiten, die Niedergeschlagenheit, die Sorgen zu lösen, zu überwinden, um wirklich als Kinder Gottes in Freude und Zufriedenheit diesen irdischen Weg zu gehen, aus dem Wissen heraus, dass das Schönste erst auf uns wartet. Und das ist ja der Himmel. Dorthin ist der auferstandene Herr Jesus uns vorausgegangen. Und wie hat er gesagt? Ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater. Ich gehe zu meinem Gott und zu eurem Gott. Er kehrt dorthin zurück, wo er in Ewigkeit war, beim Vater, in der Liebe des Heiligen Geistes. Er ist in der Zeit gekommen, um uns sündige Menschen mit Gott zu versöhnen. Darum ist er Mensch geworden aus Maria der Jungfrau und hat uns am Kreuze durch seinen Tod und dann durch seine Auferstehung erlöst. Und so ist für uns der Zugang zum Himmel geöffnet. Darum sagt er nun auch deutlich, er geht zu seinem Vater und zu unserem Vater. Er sagt uns, dass dieser Gott unser Vater geworden ist. Wir gehören ihm. Ich gehe zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und dann sagt er noch etwas Schönes. Ich gehe hin, um euch dort Wohnungen zu bereiten, damit auch ihr einmal dort seid, wo ich bin. Ist das nicht etwas Schönes? Unsere wahre Heimat, liebe jungen Freunde, ist bei Gott, ist der Himmel. Das klingt, wenn man 14, 15, 16 Jahre ist, gar nicht so überzeugend, dass man dorthin streben sollte. Ist auch gut, dass ihr in das irdische Leben hineinwächst mit all den schönen und verantwortungsvollen Seiten und Aspekten, die es gibt. Aber vergesst trotzdem nicht, auch wenn wir 80 und 90 Jahre alt werden, dass wir hier keine bleibende Stätte haben. Dass wir nicht hier für immer sind, sondern für immer sollen wir dort sein, wohin uns der auferstandene Christus vorausgegangen ist. Zum Vater, in den Himmel, in die Ewigkeit. Das ist das Entscheidende. Und das Ziel soll man nie vor Augen verlieren. Gilt, das ist ganz was Wichtiges. Und wenn ich einen Berg besteige, der, was weiß ich, 3000 Meter oder höher ist, da fange ich klein an. Aber trotzdem gehe ich so, auch wenn das Stunden dauert und so weiter, dass ich einmal am Ziel bin. Und so ist auch unser Leben mit vielen Schritten und Jahren gesegnet und das soll auch so sein. Aber nichts dauert ewig. Der heilige Paulus sagt, wir haben hier auf Erden keine bleibende Stätte. Wir sind hier unterwegs. Wir sind hier nur Pilger, sagt er. Unsere wahre Heimat ist der Himmel. Und Don Bosco, von dem wir ja gehört haben durch dich jetzt, ja, ich bin ein Salesianer, Don Boscos, habe mich sehr gefreut über deinen Bericht, bin dir sehr dankbar, ja, habe auch viele Freunde in Afrika und überall. Auf jeden Fall, Don Bosco hat den Jugendlichen diese Sicht ermöglicht, gell, dass er gesagt hat, wir tun alles, um hier auf Erden tüchtige Leute zu sein, gell, unseren Mann zu stellen, wie man so sagt, gell, und als Christ überzeugend zu leben, aber das Ziel ist oben. Und darum hat auch der heilige Paulus, jetzt haben wir es ja am Ostersonntag gehört, wir sollen nicht suchen das, was irdisch ist, sondern das, was himmlisch ist. Wir sollen immer einen Blick nach oben haben. Und Don Bosco hat das so schön mit den Worten zusammengefasst, nur Mut, ein Stück Himmel macht alles wieder gut. Ein schöner Satz. Also auch wenn es manchmal schwer ist, gell? Wir müssen auch ein bisschen Kreuz tragen hier auf Erden. Auch Christus hat sein Kreuz getragen. Nur Mut, ein Stück Himmel macht alles wieder gut. Amen.